Wort der letzte Redner in der Debatte, Karl Hohlmeier für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr verehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Kindler, was Sie da erzählt haben, ich glaube, das kann man Märchenstunde nennen, dass in Deutschland der Breitbandausbau nicht funktioniert. Das Internet und die digitalen Technologien, glaube ich, die sind unverzichtbar, da sind wir uns alle einig. Sie sind Wachstumstreiber für unser Land. Das digitale Zeitalter ist eine neue Chance für den Standort Deutschland, gerade für den ländlichen Raum. Wir wollen und wir werden Deutschland immer weiter zum führenden digitalen Standort in Europa ausbauen. Jeder in unserem Land soll, ich sage ja muss, die Vorteile des schnellen Breitbandes nutzen können. CDU, CSU und SPD haben daher im Koalitionsvertrag 2013 vereinbart, dass es in Deutschland bis 2018 eine flächende Grundversorgung mit mindestens 50 Megabit geben soll, vor allem im ländlichen Raum. Nach der Frequenzversteigerung im Rahmen der digitalen Dividende 2 hat unser Bundesminister Alexander Dobrindt im Herbst 2015 den Startschuss für das milliardenschwere, ich betone milliardenschwere Bundesförderprogramm für den Breitbandausbau gegeben. Obwohl Deutschland bis dahin die im europäischen Vergleich bereits höchste Dynamik beim Breitbandausbau hatte, hat Minister Dobrindt 2,7 Milliarden Euro in die Hand genommen, um Deutschland mit einem schnellen Internet zu versorgen. Wir werden den Breitbandausbau damit weiter vorantreiben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dank unserer hervorragenden Haushalt- und Finanzpolitik ist es möglich, noch mehr Geld für die bessere Entwicklung des Breitbands für die Digi-Gesellschaft investieren zu können. Wir haben in diesem Bundesförderprogramm beim Haushalt 2017 um 1,3 Milliarden aufgestockt auf insgesamt 4 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, das Bundesförderprogramm für schnelles Internet ist ein Riesenerfolg. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden bundesweit knapp 750 Anträge auf Beratungsleistungen zum Breitbandausbau bewilligt. 750 Anträge. Das Bundesministerium für digitale Infrastruktur hat zudem in über 170 Fällen Fördermittel für konkrete Infrastrukturprojekte zum Breitbandausbau bewilligt. Das Fördervolumen beläuft sich zum jetzigen Zeitpunkt auf 1,33 Milliarden Euro. Und zusätzlich zu diesem Bundesbreitbandförderprogramm wird es ein weiteres Förderprogramm Mittelstand geben in Höhe von 350 Millionen Euro. Mit diesem Sonderförderprogramm sollen Gewerbegebiete mit superschnellem Glasfaser im Gigabit-Bereich angeschlossen werden, die über Firmen, die über den regionalen Markt einen schwierigen Zugang bekommen. Mit diesen Fördermitteln ermöglichen wir Investitionen in den Glasfaseranschluss von kleineren und mittleren Unternehmen, vor allem im ländlichen Raum, wo 60% der deutschen Wirtschaft ansässig sind. Und auch die Länder, meine Damen und Herren, sind gefordert. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel vom Freistaat Bayern. Bayern hat Mitte 2014 ein Förderprogramm für Breitband auf den Weg gebracht, in einer Höhe von 1,5 Milliarden Euro. Damit steht jeder Gemeinde ein Betrag von etwa 900.000 Euro zu. Bayern macht vor, wie es geht. Andere Länder sollen oder könnten nachziehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe Ihnen dargelegt, dass die Bundesregierung viel Geld in die Hand nimmt, um uns Deutschland weiter in einem europäischen Spitzenniveau voranzubringen. Ihren Antrag, die Aktienbeteiligung des Bundes an der Deutschen Telekom zu verkaufen, kann ich daher nicht unterstützen. Das Aktienpaket des Bundes an der Telekom hat im Geschäftsjahr 2015 je Aktie eine Dividende von 55 Cent gebracht. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 14,96 Euro entspricht dies einer Rendite von 3,68%. Und gerade in einer Niedrigzinsphase wie jetzt sind 3,68% eine tolle Verzinsung. Der Bundeshaushalt profitiert jährlich von diesen Dividenden aus dem Telekom-Aktienpaket. 2013 waren es 452 Millionen, 2014 und 2015 jeweils 323 Millionen Euro und 2016 stieg diese Dividende auf 363 Millionen Euro. In nur 4 Jahren hat der Bund somit über 1,46 Milliarden Euro an Dividende eingenommen.
Es scheint daher nicht sehr vernünftig, dieses Telekom-Aktienpaket zu verkaufen und damit sogar noch eine Bundesbreitbandinfrastrukturgesellschaft zu gründen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fasse zusammen. Eine Minute, wenn Sie mir noch geben, Frau Präsidentin. Unser Bundesminister Dobrindt hat das erste Breitbandförderprogramm des Bundes aufgelegt. Er ist bei null gestartet und jetzt stehen 4 Milliarden Euro zur Verfügung. Dieses Programm wird sehr gut von den Kommunen angenommen, ist unbürokratisch und wird schnell umgesetzt. Unser Breitbandförderprogramm ist zukunftsgerichtet, denn allein mit den ersten beiden Förderperioden, hören Sie zu, werden in Deutschland 120.000 Kilometer Glasfaserleitungen auf den Weg gebracht. 120.000 Kilometer. Über 1 Million Menschen und 100.000 Unternehmen können davon profitieren und schnelles Internet bekommen. Und jetzt kommt zusätzlich das Mittelstandsförderprogramm für Unternehmen mit 350 Millionen Euro dazu. Das ist zukunftsgerichtet. Meine Damen und Herren, wir sind auf einem guten Weg, das Ziel von 50 Megabit bis 2018 zu erreichen. Der Verkauf der Telekom-Aktien ist dazu nicht notwendig. Und deshalb ist der Antrag der Grünen abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Karl Hohlmeier. Damit